Did I rip his head off? I wanted to. What's left of my brain will explode. Is it mad to pray for better hallucinations? Perhaps I'm fated to expire right here. What? Wie? Was? Hä? Ich bin gerade etwas verwirrt. Das war eine Halluzination? All movables and effects are gone. Nothing but dust, stains and the smell of tobacco. No sign of the Coroner's report on my rabbit either. Damn him. Ach, der ist abgezischt, oder wie? Okay. What the fuck? Dabei hatte ich kurzzeitig gedacht, dass das auf einmal Sinn machen würde. So was der Radcliffe so von sich gibt, aber ja, von wegen. Schied wat up. Nix mit Sinn. Alter. Hat sie sich den Jetzt würde das auch Sinn machen, warum die, warum sie die Leute nicht gehört hat. Nix mehr da. Also die am Stand, die haben aber überhaupt nichts. I'm certain I've been here. But this view isn't very... isn't even vaguely reminiscent. Perhaps there's some new construction? Perhaps it was summer? Perhaps I was distracted. Hm. Möglicherweise. Wahrscheinlich war sie abgelenkt. Ja, das Problem kenne ich. The barricade discourages squatters, suggests she didn't sell up, just left quickly. I can't get through this way, but I recall the place had a door in the back that opened on the lane. Okay, hier kann sie anscheinend nicht durch, aber sie erinnert sich an eine Hintertür. Na gut. Was soll ich davon halten? Was ist das? Ein löchriges Haus. Und da geht's wieder zurück ins Wunderland, so wie das aussieht. Sieht ganz gefährlich da noch aus. Mal sehen. Wie, Winter? What? Hä? I don't get it. Ich bin total raus gerade. Und warum ruckelt das jetzt? Ich verstehe es nicht. Ich bin total raus. Ich bin sowas von raus. Hä? Hilfe? Nee, sie ist wieder im Wunderland. Eindeutig. Sonst wird hier nicht der Mockturtle stehen. Also die... falsche Schildkröte. Das ist auch ganz interessant. Jetzt weiß ich auch, wie man darauf gekommen ist, Mockturtel Mockturtel zu nennen. Das ist so eine Suppe, die in Niedersachsen gegessen wird. Ja, alles klar. Wunderland. Pilze. Sie kann aber noch nicht springen. Die liebe Alice. Okay, dann war also das Ganze gerade auch das leergeräumte Haus von Radcliffe, möglicherweise in ihrem Kopf. Ja. Alles klar. Okay. Das sieht fies aus. Das sieht nicht gut aus. Habe ich ja schon gesagt, das sieht fies aus. What the f... Boah, zieht euch das rein. Alter. Alter.
Ach, der Zug. Der ist ganz stark mit Alice verbunden, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. This bloody ruin! It's corrupting all of Wonderland! Seeking refuge from the wicked world? Perhaps things only look like they've gone to hell. You're not that good a liar, and I'm not that stupid. But something a bit less calamitous would have been welcome. This unmitigated disaster is your doing, and it will get worse. Your train keeps a hellish schedule. Get moving. Time waits for no one. The change has begun. The train is perfectly capable of terrifying me, Cat. You should find another job. Is there really so little hope? There's even less, and if fear paralyzes you, we are lost. Veil of Doom. What? Nee, nee, komm, nicht jetzt sofort schon. Ach nee. Ja, noch nicht. Wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Ich kann dich ja nicht zwingen, oder? Na, siehst du, das kommt davon. You can do it! Yes, nice. So. Genau, der Zug bringt das Wunderland völlig durcheinander und ich bin total verwirrt gerade, weil ich nicht weiß, was passiert. Und der Zug ist mein Verdienst. Ich mag sowas total. Ich muss gerade irgendwie an 100 Wasser denken. Spirale und so. Boah, guckt euch das an. Ist das genial. Mag ich. Mehr davon bitte. Mehr davon. Und das ist eine Wasserpfeife, oder? Ist das nicht eine Wasserpfeife? Doch, das ist eine Shisha. Ja, dann mal her mit dir. Journey of a thousand miles begins with a single step. A single step off London Bridge could end my journey. Failure was your epitaph. I'd hoped you were more courageous. What? Okay, gut. Hüpfen. Dahin. Nichts. What? Okay, das hat nichts gebracht. Oder? Warum? Da kann man was finden. Okay, dann gehe ich doch erstmal hier hin. Dann geht's da hoch. What? Dreckslag. What that? Ach, das Ding bewegt sich.
Da ist noch ein Zahn. I don't wanna miss the Zahn. Dann kann ich da ja auch mal gucken, ob ich mal wieder meine Waffen aufwerten kann. Denn wie viele Zähne habe ich denn überhaupt? Ja, ist doch nicht so viel, wie ich dachte. Okay. Da hatte ich mit mehr gerechnet. Naja. Da stellt sich mir spontan die Frage, verliert man eigentlich beim Sterben Zähne? That vaporous ledge only appears as flimsy and insubstantial as your confidence. It will hold, trust me. Wahrscheinlich nicht hoch zu können, da muss ich. Ja. Okay. Zähne. Zähne, ich brauche sie. Was wollte ich gerade sagen? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas bestimmt. Tut das weh? Oder war da irgendwas, was weh tat? Ja, irgendwie schon. Was genau? Keine Ahnung. Naja. So, gibt es hier noch irgendwas? Was ist da? Achso, ich wollte gerade sagen. Was ist das? Das ist Leckland. Leckland. Habe ich irgendwas im Hintergrund laufen oder so? Da bin ich gerade echt am Überlegen. Ich glaube nicht. Das ist... Jetzt wo ich... Ich bin eigentlich auch doof, ne? Vale of Tears war ja das Tal der Tränen. Beziehungsweise wie auch immer. Und jetzt sind wir im Vale of Doom. Das Tal des Verderbens, beziehungsweise des Schreckens. Das fällt mir jetzt bei diesen ganzen... Schneckenhäusern und so auf. Das ist ja im Grunde nur das Vale of Tears in kaputt. Na, du wieder. Du blöde Kuh. Hör auf. Ah. Alice. Du hast keinerlei Grund, nicht mal ansatzweise zu laggen. Du solltest Schnur... Stracks auf irgendetwas zulaufen, aber nicht auf den Lag. Ne, ich hätte jetzt gedacht, dass sie das hier, das jetzt direkt über Alice Kopf, erinnert mich so ein bisschen an ein Auge. Das ist irgendwie so ein böse guckendes Auge. Ich habe. Was ist das? Sieht sehr interessant aus, aber irgendwie auch nicht sehr einladend. Das ist eine lange Tafel. Eine spiralförmige Tafel. 100 Wasser hätte seine große Freude daran gehabt. Ja, das ist eine Teetafel. Sehen wir etwa den verrückten Hutmacher auch wieder? Mit einer Uhr drin? Okay. Wollen wir mal gar nicht drüber nachdenken. Nö. Das gefällt mir auch nicht so unbedingt. Dass die hier alle so nebenan stehen. Nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Da fühlt man sich ein bisschen... Alter.
heißt.